Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Weiter geht's, wir reisen über Route 214 in Richtung Weideburg. Was sagst du dazu, Roland? Roland Junior ist in Topform, sehr schön. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Sagt der sehr, sehr gut gekleidete Rollenspieler Fedor. Alter Schwede, hat der ein nices Outfit. Oh, ein Goldini, okay. Dann ist das wahrscheinlich ein Goldini-Trainer, ne? Der hat nur Goldinis, denke ich mal. Kann das sein? Ja, okay. Ein Goldini-Trainer. Na, immerhin kein Carpador-Trainer, ne? Geht immer schlimmer. Hey, Ishatna H. ist auf Level 37. Und als nächstes kommt noch ein Goldini. Sehr schön. Ja, und ich glaube, dann war es das auch schon. Mal wieder ein sehr leichter Kampf. Ich liege gern mal daneben. Boah, 3000 Poké-Dollar. Nice. Hallöchen. Hey, renn doch nicht weg. Was? Du hast einen Pokédex? Ja. Im Gegensatz zu dir, Pokémon-Sammler Lorenz. Unita, wie viele Pokémon hat er? 3 Stück auch? Wie der letzte? Ja, okay. Dann ist es wahrscheinlich ein Punita-Trainer. Ich denke mal, der hat nur Punitas. Roland Junior erreicht Level 35. So ein starker Pinguin. Ja, okay, und noch ein Ponita. Ich habe gerade gesehen, Antikkraft ist sogar sehr effektiv. Dann benutze ich die mal. So, und noch ein Ponita, ne? Natürlich! Okay. Na, wobei... Immerhin auf Level 24. Oh, weiter so. Okay, das war's. Ich bin so neidisch auf deinen Pokédex. Oh... Hol dir doch selber einen. Frag mal bei Professor Eibener. Wen haben wir denn hier? Okay, erstmal ein wildes Pokémon. Hey! Ein Skunkapu. Stinktieralarm auf Route 214. Tja, soll ich das fangen? Ach, ich glaube, ich fange das mal. Oh, hoffentlich bringe ich das jetzt nicht um. Ja, so viel dazu. Oh, es landet ein Volltreffer. So ein braves Mew. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Sagt Schönheit Regina. Oh, nur ein Pokémon. Burmadame. Hatten wir das schon mal gesehen? Ich glaube ja, ne? So ein kleiner Blumenkübel. Na gut, ich habe ja eine Feuerattacke. Die sollte sehr effektiv sein. Nein, verfehlt. Was?
So, jetzt aber. Und ja, sehr effektiv. Und Muffin ist auf Level 27. Sylvia fast auf 35. Wow, das kannte ich noch gar nicht. Was kanntest du nicht? Verlieren, oder was? Du kleine Laberwackel. So, noch ein Trainer. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt und das warst du. Sia Eckbert. Boah, Eckbert ist auch ein geiler Name. Eckbert und sein Alpollo. So, ich kann noch dreimal Psychokinese einsetzen. Na gut, er hat zwei Pokémon, das sollte also reichen. Boah, dieses Weiter so ist so niedlich. Finde es so sweet, dass Mew immer kurz hüpft. Okay, Kadabra. Ich bleibe bei Mew. Ja, und dann setze ich einfach mal den Hyperstrahl ein. Wer dich besiegen will, wird es nicht einfach haben. Ja, danke. Jo, da unten liegt ein Gegenstand. Wie kommt man denn da hin? Ach so, man muss hier lang gehen. Was haben wir denn da? Eine Großwurzel, was ist das denn? Also, ich meine, eine große Wurzel natürlich, aber... Ein Item zum Tragen verstärkt KP-stehlende Attacken. Okay. Bei der Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Trainern, die ich nicht besiegen kann. Das macht einen Sammler aus. Pokémon-Sammler Georg mit drei vermutlich identischen Pokémon. Roselia. Das Problem ist, es sieht bei Mew... AP-technisch gar nicht mal so gut aus, ne? Ich kann auch einmal Feuersturm einsetzen und zweimal Psychokinese. Naja! Dann muss Mew gleich auf die Ersatzbank. Oh, Pferd erreicht Level 30. Werde doch endlich mal ein Galopper. Stampfer, was ist das denn für eine Attacke? Normal. Ja, weg mit dem Heuler. Okay, Roselia. Tja, dann nehme ich die Psychokinese. Und für das nächste Roselia dann auch nochmal Psychokinese. So, sehr schön. Ja, da hat Mew aber tapfer gekämpft. Gut durchgehalten. Auf deinen letzten Angriff kannst du stolz sein. Wie, nur auf den letzten? Das wüsste ich aber. Jo, wer kämpft denn als nächstes für mich? Ich hatte eine Haar. Ah nee, ich könnte eigentlich mal wieder Roland nehmen. Der hat lange nicht gekämpft. Was sagst du dazu? Roland Junior ist tief entspannt. Warum ist hier eine Lücke? Hä? Warum ist da rechts eine Lücke im Zaun? Hey. Ja, okay, ein Gegenstand liegt hier nicht. I don't know.
Sind wir schon in Weideburg? Nee, Kühnheitsufer kommt erst. Okay, okay, okay. Moment, Leute. Dann gehen wir hier links noch nach oben. Da waren auch noch Trainer. Hey, ein Top-Trank. Und ein wildes Pokémon. Ein Kleinstein. Ja gut, das brauche ich nicht. Oh, Roland, du schaffst das. Tja, wir können uns ja mal die Lake anschauen. Okay, sieht genauso aus wie Aquaknarre, ne? Glaube ich, von der Animation her ist es identisch. Okay, da unten in der Ecke gibt es aber nichts mehr. Oh, das ist so süß. Roland mag mich. Roland liebt mich. Okay, gucken wir uns noch den Eisstrahl an. Der hat doch eine coole Animation, ne? Natürlich. Diese Strahlfähigkeiten sehen immer super aus. Schönen guten Tag. Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Das glaube ich nicht. Ruinenmaniac Theodor oder Theodor. Etwas hager der Gute, ne? Und seine Hose ist kaputt. Jo, Lake. Ach so, ah, Robustheit. Okay, hatte mich schon gewundert, warum das überlebt hat. Oh, jetzt ist es durch Rückstoßschaden draufgegangen. Wie traurig. Ach so, das war's schon. Er hatte nur ein Pokémon. Ah, was für eine Enttäuschung. Jo. Hier sind noch zwei Trainer. Noch so ein Skunkapu. Alles voll mit Stinktieren. Ich glaube, da hätte auch der Blutstrahl gereicht, ne? Bisschen Verschwendung, die Lake einzusetzen. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Sagt Pokémon-Sammler Hagen. Was für ein Vorname, Hagen. Ist es nicht eine Stadt? Kommt mir irgendwie bekannt vor, habe ich schon mal gehört. So, Piekser. Ach so, ja gut, die ganzen Wasserfähigkeiten, beziehungsweise die ganzen Wasserattacken sind natürlich nicht sehr effektiv. Soll ich trotzdem eine Wasserattacke einsetzen? Ich meine, der ist Level 21, ne? Ja, komm hier, Eisstrahl. Naja, okay. Also wahrscheinlich ist es komplett egal, was ich einsetze. Ich one-hitte die sowieso. Wir können ja mal den Piekser ausprobieren. Ah, okay. Piekser ist zu schwach anscheinend. Für einen One-Hit. Ist eh eine langweilige Attacke. Ich hätte gerne eine andere Flugattacke für Roland. Keine Ahnung, ob Roland alle Flugattacken lernen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Meine Pinguine können nicht fliegen, also. Naja. Boah, das hat ja mal gar keinen Schaden gemacht. Sehr schön, das war's mit diesem Bammelin. Aber das sind doch meine Lieblings-Pokémon. Ja, das heißt ja nichts.
Du Schlünz. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Na, da bin ich ja mal gespannt, mein lieber Otto. Hocknodon. Das Dinosaurier-Pokémon. Überbrückung, okay. Ja. Wasserfähigkeiten sind sehr effektiv, beziehungsweise Wasserattacken. Ja, dann, keine Ahnung, Blutstrahl. Hey, Roland ist auf 36. So, als nächstes kommt Kleinstein. Also ich denke, er hat nur Gesteins-Pokémon dabei. Wenigstens nicht dreimal das Gleiche. Boah, immer diese blöde Robustheit. Diese Robustheit ist auf jeden Fall unter Gesteins-Pokémon verbreitet, ne? Das haben viele Gesteins-Pokémon. Also ich meine, macht natürlich Sinn, ne? So, und ein Bronzel. Die kleine Münze kennen wir ja schon. Ja, keine Ahnung, Lake. Oh, Gyroball. Endlich habe ich die Attacke mal gesehen. Ja, wobei, war jetzt gar nicht so spektakulär. Hätte ich mir ja als TM kaufen können, ne? Im Schleiede-Kaufhaus. Ich kann nicht mit Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Oh mein Gott, Roland entwickelt sich. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Die dritte Entwicklungsstufe kenne ich gar nicht. Also habe ich auch noch nicht auf Screenshots oder so gesehen. Alter Schwede, was ist das denn für ein Viech? Holy moly! Ein Impoleon mit einem Dreizack als Gesicht. Ja, sieht schon sehr, sehr strong aus. Die drei Hörner, die aus dem Schnabel wachsen, sind ein Symbol für Stärke. Der Anführer hat die größten Hörner. Wasserdüse. Was ist das denn für eine Attacke? Bei dieser Erstschlagattacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. Stärke 40 aber nur, ne? Ja, ich will endlich mal den Piekser hier loswerden. Dann habe ich zwar drei Wasserattacken, aber egal. Piekser ist total unnötig. Boah, wie cool. Na, Roland? Roland Junior steht der Mund weit offen. Bist du begeistert, dass du dich entwickelt hast? Zum letzten Mal leider. Gibt's überhaupt Pokémon mit 4 Entwicklungsstufen? Weiß ich gar nicht. Da bin ich gar nicht so bewandert. Gut, egal. Wir haben oben alles gesehen, glaube ich jedenfalls. Oh, plötzlich ganz melancholisch die Musik. Uns wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genaueres weiß ich nicht, aber es soll dazu dienen, den See zu schützen. Aha, schade. Ich dachte, wir könnten zum See. Gab's hier noch was? Nee. Hi! Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren, schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ach, ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich bei der Rezeption war. Och, Gottchen. Restaurant 7 Sterne, das Zuhause des guten Geschmacks. Route 213. Also das hier gehört aber alles zum Kühnheitsufer noch, ne? Wir sind noch nicht in der Stadt, nee.
Wirkt halt so ein bisschen stadtartig hier. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Denn das Meer schmeckt so salzig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Vergiss mich bitte bis dahin nicht. Aha. Obojelin. Das ist die Entwicklung von Bammelin wahrscheinlich. Wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist. Also nach der Pokémon-Liga soll man hier hinkommen, oder was? Wie weird. Oh, alter Schwede. Ein Gengar und ein kleines Enton. Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinen Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deinen Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Naja. Machen wir. Wie kommt man denn da runter? Also ich meine, da vorne liegt ja noch ein Item, ne? Wie kommt man zu dem Item hin? Kommt man hier irgendwie durch? Nee. Okay, verstehe ich nicht. Guten Tag, ich hätte gerne all ihr Essen. Alter Schwede, ist das groß hier. Moi, moi, moi. Wenn eine Schönheit wie du mir Modell steht, kann das nur ein Meisterwerk werden. Bitte, du möchtest kämpfen? Ja. Nice, ach, man kann gegen die Leute hier kämpfen, oder was? Im Restaurant, Robin und Tamara. Pantymos und Enton. Okay. Gut, 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 gut. Ich setze den Eisstrahl ein gegen Pantymorch und die Nitro-Ladung gegen Enton. Nicht sehr effektiv, whatever. Ich könnte jetzt Ponita auswechseln, aber... Aber nö. Ich finde, Pferd kann auch mal kämpfen. Nicht immer nur passiv XP abgreifen. So. Ja, das Enton besiegen wir trotzdem. Egal ob effektiv oder nicht. Oh, ein kleines Herzchen über Rolands Kopf. Hey, Sylvia erreicht Level 36, sehr schön. Es kommt jetzt Aquawelle, natürlich gegen Ponita, was auch sonst. Boah, Ponita hat ganz alleine Enton fertig gemacht. Das ist doch was, hochmotiviert. Bedeutet das etwa, dass ich nur als Künstler Talent besitze? Ich denke, ich erfülle alle Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Model zu werden. Ja, weiß ich nicht. Wenn du das sagst. Auch wenn wir den Kampf verloren haben, lass uns auf deine Schönheit anstoßen, der kein Bild gerecht werden kann. Na. Ja, liebe Leute, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.